Urwaldmärchen von Anita Bücher. In einem fernen Urwald, da, wo er am allertiefsten und ganz dunkelgrün ist, lebte ein Elefant, der sich von allen anderen Elefanten auf der Welt unterschied. Er war nicht grau, sondern rosarot und so stark, dass er eine ganze Stadt auf dem Rücken tragen konnte. Dieser Elefant gehörte einem Maharaja. So heißen dort, wo der Urwald liegt, die Könige. Immer wenn sein Herr umziehen wollte, hob der Elefant die Stadt samt dem Königspalast auf den Rücken, hängte mit dem Rüssel den Mond oder die Sonne ab, je nachdem, was gerade schien, und los ging's. Aber immer nur Häuser von einer Ecke des Landes in die andere tragen, langweilte ihn mit der Zeit, und er wurde traurig. Der Maharaja befahl seinem Hofstaat, alles zu tun, was ihn aufheitern und wieder fröhlich machen könnte. Die Märchenerzähler erfanden neue aufregende Geschichten, der Hofnarr machte die tollsten Späße und die Musikanten spielten Tag und Nacht wundervolle Lieder. Der rosarote Elefant aber hob nicht einmal den Kopf. Auch der königliche Koch und Bäckermeister grübelte und grübelte, bis ihm endlich mitten in der Nacht ein neues Rezept einfiel. Er sprang mit einem Satz aus dem Bett, fuhr in seine karierten Pantoffeln und setzte seine weiße hohe Mütze auf. In der Küche begann er nach seinem neuen Rezept tausende von Dschungelkeksen zu backen. Schon als der Elefant sie von weitem roch, warf er begeistert den Rüssel in die Luft und trompetete dreimal laut und fröhlich. Das ganze Land war wieder glücklich und der königliche Bäckermeister bekam zum Dank einen goldenen Rührlöffel.